Anhöhe, und zwar auf der Amöneburg. Ja, ihr seht mich hier jetzt gerade im Innenhof von der Burg. Es gab auch früher ein Schloss und eine wenigen Burg. Außerdem ist die Stadt hier einen Besuch wert, denn es gibt hier viele historische Gebäude, so wie auch in Marburg. Es gibt auch um die Amöneburg hier einen Rundweg, der ist 1250 Meter lang. Und man hat von diesem Rundweg hier einen sehr, sehr schönen Blick in das Amöneburger Becken. Im Amöneburger Becken fließt dann diese Ohm. Ach ja, übrigens noch zu der Geschichte. Die Stadt hat ihren Namen von dem hier fließenden Fluss, der Ohm. Die Ohm wurde im Mittelalter Amana genannt. Daher rührt das Wort Amana und die Burg, und es heißt jetzt Amöneburg. Außerdem, zu diesem schönen Rundblick hier in das gesamte Tal, gibt es noch einen Segelflugplatz. Zudem kann man auch noch sehr gut, finde ich, die Tier- und Pflanzenwelt hier beobachten. Es ist spannend. Zum Stadtgebiet Amöneburg gehörende Burg Amöneburg, auch Mainzische Burg Amöneburg oder früher Schloss Amöneburg genannt, ist heute eine Burgruine. Die ehemals mächtige Burganlage bestand aus dem Schloss sowie der unteren Wenigenburg und der Wehranlage um die Stadt. Bodenfunde belegen, dass das Gebiet schon in der jüngeren Steinzeit besiedelt war. Im Jahre 721 gründete Bonifatius unterhalb der Burg Amöneburg eine Klosterzelle, die er 732 mit einer dem Erzengel Michael geweihten Kirche erweiterte. Das damit verbundene kleine Kloster war zunächst wohl reichsunmittelbar und wurde um 1120 unter Erzbischof Adalbert I. Mainzer Eigenkloster. Seit der Mitte des 12. Jahrhunderts gehörten große Teile Hessens zur Landgrafschaft Thüringen und ab 1247 zur Landgrafschaft Hessen, die bis in die erste Hälfte des 15. Jahrhunderts mit dem Erzbistum Mainz um die Vorherrschaft in Nord- und Mittelhessen konkurrierten. Die Anlage war ehemals Verwaltungssitz des mainzischen Oberamtes Amöneburg. Im Dreißigjährigen Krieg zerstört, um 1675 als schlichter Zweckbau wieder errichtet, seit 1820 zunehmend Ruine, wurden Ende der 70er Jahre des 20. Jahrhunderts Teile der Schlossruine und der Wenigenburg aufwendig wieder aufgebaut. So auch der Turm in der Schlossruine. Die gesamte Anlage wird heute in Kooperation mit der Stadt durch den Heimat- und Verkehrsverein Amöneburg gepflegt und gestaltet. Der Rundgang hier um die Stadt, die Amöneburg, die Altstadt hier oben, und weiter unten ist ja noch die, im Südhang ist noch das neue Viertel. Es ist hier für mich spannend. Ich laufe noch ein Stückchen. Trotz des widrigen Wetters, es ist mir schon ein bisschen kalt. Aber wenn ihr auch mal hierher wollt, dann lasst es mich doch wissen. Es wird mich interessieren. Dann sage ich für heute mal Tschüss und bleibt mir gesund und munter.